Habe ich nicht hier das Boot angelegt oder war es draußen? Ich glaube, das war draußen, weil wir dieses komische Schieberätsel gemacht haben. Zuletzt. Diese Kacke. Hey, Kacke. Ich muss jetzt erstmal wieder lernen, wie die Steuerung geht. Keine Ahnung. Vielleicht sollte ich nochmal in die Einstellung gucken, ne? Optionen, Steuerung. Rennen, hocken. Messer zücken, parieren war L1, okay. Schießen, Messerangriff R2. Okay. Ba, 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 ba. Stefan, danke für nochmal 50 Bits. Sehr lieb von dir. Also so Eierautomatmäßig. So, schauen wir mal. Also, wir waren letztens hier. Da wir das Hühnerthema gerade hatten, hier sind auch alles voller Hühner und Eier. Hier waren wir und jetzt müssen wir uns das hier noch anschauen und hier unten. Ich habe mir jetzt diese größeren Sachen halt erstmal für den jetzigen Stream aufgehoben. Hat ihn nicht mehr geschafft. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir zuerst hier rüber, weil es gerade näher ist, oder? Schlüssel für die Kirche. Und hier, oder? Warte mal. Da unten sind halt die ganzen Sachen, die ich brauche. Dann gehen wir vielleicht doch erst nach oben. Wer verpeilt? Verpeilt? Der Weg, ja. Schöne Ecke hier. Tote Fische ist schon mal ein gutes Zeichen. Haben dann eine Hütte neben dem Haus, wo wir die Sachen dann verkaufen. Eier und Saft und Marmelade und so. Oh, das ist ja richtig cool. Das finde ich richtig cool. Boote, Boote, Boote. Was willst du denn jetzt von mir? Meine Fresse, wie lange der lebt. Der frisst einfach alles. Alles an Munition. Nee, bleib jetzt tot, du. Affe. Also Spaß beginnt. Ja, ich weiß. Spackt ja noch rum. Ja. Hi. Wollen wir spielen? Kann ich stechen? Komm her! Stechen! Aua! Jetzt brenne ich, du Penner! Oh nee. Okay. Oh
Wird eh gleich sterben, aber. Survival! Survival! Ich hab's überlebt! Ich hab's einfach überlebt! Scheiße, ich hab's einfach überlebt! Ich war eigentlich. Ich hab damit gerechnet, dass ich jetzt verrecke. Survival! Scheiße, das war gut. So, erstmal hier das Essen. Eier, ja, lecker, lecker, lecker. Heilige Scheiße. Das ist blöd, wenn man jetzt direkt in das Spiel reinkommt. Die Steuerung überhaupt nicht mehr so richtig weiß. Hauptsache, das Parieren klappt noch. Props an Wolong. Eieiei. Ah, geht der gut los hier. Ne? Oh, ich liebe solche Ecken. No, ein Schlüssel. Links ist nicht. Piept nicht, aber. Trotzdem uncool. Ich höre oben aber was. Mir dieses gruselige Bild. Es ist Knarzen gerade richtig eklig. Ach, das ist hier. Sind wir ja geschnappt worden, ne? Vor 3 Jahren starb meine geliebte Tochter, nachdem sie ihren Sohn zur Welt gebracht hatte. Der Junge ist mittlerweile zu einem stattlichen Burschen herangewachsen und begleitet mich sogar auf die Jagd. Er hat viele Interessen und ist sehr neugierig. Man kann ihn keine Sekunden aus den Augen lassen. Wann immer wir in den Wald gehen, fragt er mich nach Geschichten, besonders Don Quijote hat es ihm angetan. Er ist noch klein, aber für sein Alter äußerst gescheit und aufmerksam. Wäre er nicht an diesem Ort gefesselt, hätte er vielleicht in die Wissenschaft gehen können. Ich war leichtsinnig. Ich hätte schwören können, dass ich dem Wolf direkt durch den Kopf geschossen habe, doch er sprang mich an. Ich habe es zurück zur Hütte geschafft, aber meine Wunde schwillt an und verfärbt sich. Ich kann es nicht ertragen, die besorgten Augen des Jungen zu sehen. Mein Körper bewegt sich ohne mein Zutun und in meinem Kopf höre ich Stimmen. Werde ich wahnsinnig? Ich darf nicht sterben und den Jungen zurücklassen. Ich bitte dich, Gott, beschütze ihn. Ring mit rotem Edelstein. Der wird so ein Kackname, der wird Don Quixote. Ja, die Chilischote will ich jetzt nicht vorlesen, mir egal. Der heißt jetzt so, wie ich ihn genannt habe.
So, gucken wir mal. Ja, da ist ja die Schublade, die zu ist. Ein Wegschrein ist ja auch noch. Und eine Bärenfalle, cool. Eine Falle für mich. Piseten und Schießpulver. So, was ist das hier? Würde mir jemand einen riesigen Fisch aus dem See fangen? Fischtran kann man einfach immer gebrauchen. Das Foto sollte die Suche erleichtern. Auftrag: einen Riesenbarsch verkaufen. Siehe beigefügtes Foto. Okay. Hat man die nochmal gejagt? Oh. What's going on here? Hallo Dori. Oh, das ist doof. Ja, das ist sehr einladend jetzt hier, ne? Kleiner Schlüssel. Opferaltar. Bestimmt mit TNT, wie man Fische so fängt. Da wird aber nicht mehr viel übrig sein. Ah, oh, nee. Hallo Fluffy. Pink Fluffy Unicorns. Triffst du auch mal, du Spacken? Kann ich hier wieder rein? Danke. Mein Gott, ey. Drecksicher.
Da ist noch einer. Komm her! Frag mal Arthur morgen. Ja, wäre vielleicht besser. Läuft ja gar nicht gut hier gerade mit Zielen. Ja, da will ich jetzt noch nicht rein. Erstmal. Ach ja. Alles klar, Pierre. Danke, dass du da warst. So, hier ist noch ein Wegschrein. Und ich habe einen Schlüssel. Das heißt, ich kann die Schublade aufmachen. Machen wir mal. Goldplättchen. Ein Goldplättchen. Lässt sich verkaufen. Boah, 10.000, okay. Alles gut, Pierre. Perlenarmreif. Ja, es hat sich voll gelohnt. Sehr gut. Jetzt durch diesen ekligen Tunnel. Oh ja, da sehe ich mich. Da sehe ich mich in diesem dreckigen Scheiß-Gullitunnel. Gulli Herbert wahrscheinlich irgendwo in der Ecke jetzt hier lauert. Okay, ist eine Sackgasse. Und jetzt, wenn ich zurückgehe. Na gut, dann halt nicht. Was leuchtet immer noch rot hier alles? Hallo Flo. Fische fangen.
Habe ich sie nicht gerade erschossen? Ah, da. Die Frage, ist das jetzt sehr groß, also den, den ich brauche? Ist mir ein riesigen Fisch. Ist L jetzt riesig für einen Fisch? Harpune! Harpune! Scheiße, es ist auch regnet, ne? Ich sehe aber keinen mehr. Wäre doch lustig, dass Resi so Zombiebären losschickt, dann auf 5. Ey! Und das schon wieder. Chickens, greif mich nicht an, okay? Ich will nur gucken. Die sind immer voll aggro zu mir. Guck, die greift mich schon an hier. Hau ab, Brunhilde! Sushi! Harpune! Wird jetzt langsam platzmäßig ein bisschen schwierig. Das ist doch der fette Fisch, oder? Das war der fette Fisch. Boah, Riesenbarsch. In deinem Arsch. Ich habe keinen Platz für dieses fette Vieh. Ja, was machen wir denn jetzt Schönes? Herstellen. Da-da-da-da!
Ja, der nimmt ein bisschen Platz weg, ne? Das ist jetzt der eine Platz hier. 1, 2, 3, 4. Ja, scheiße. Dieser eine Slot jetzt hier. Scheiße, das ist viel zu groß. Ich muss irgendwas wegmachen. Auch hier, ganz knapp. Nur die drei Dinger hier. Leben am Limit hier. Ach ja. So, gehen wir das erstmal verkaufen, damit wir dann wieder den Platz haben. Sonst brauche ich gar nicht weitergehen. Aber jetzt haben wir den dicken Brocken. Das ist eine Nebenaufgabe. Welcome, Quilden. What can I do you for? This is what I'm talking about. Fine work. A deal well struck. Thank you. A deal well struck. Well done. You've proven yourself reliable. So. Anything else I can help you? Your weapon's easy work. There you are, as you wished. Try that on for size. Und wir haben wieder nur 4000 Punkte. Das What's that? How have we procured these curiosities? You don't want this will help you put them in their place. Come back and TMP. Hallo Animus. Erstmal die Aufbewahrung. Wissenwerfer. Ach ja. So wenig Platz.
aber mal kurz speichern, weil wir das ja jetzt geschafft haben. Und jetzt gehen wir zu der Aufgabe, wo wir eigentlich hin sollen. Hier ist noch ein Wegschrein. Warte, da gehe ich nochmal hin. Wenn schon, denn schon. Schmetterlingslampe. Da kann ich anscheinend noch irgendein... Oh, da kann ich noch ganz viele Edelsteine sogar reinmachen. Ah, die passen nicht. Ich brauche runde. Okay. Ah, warum nicht? Warum nicht? Und Schatz? Ich hab den Schatz hier. Nani? Kirche, Kirchentür. Ja, da müssen wir eh nochmal zurück. Ja, wir müssen jetzt hier runter. Hallo, Ataxa. Unendliche Lampe. Ey, die Klappe! Scheiße, bin ich runtergesprungen. Ich muss ja oben weiter. Lass die Neun in Ruhe. Da. Gehen wir mal weiter. Messer ist repariert. Hallo Tor. Warte mal. Muss ja jetzt auch wieder so ein dicker Brocken sein hier. Yes. Kann ich gut gebrauchen, weil es mein Leben auch heilt. Können wir bestimmt jetzt gleich gut gebrauchen. Deswegen wird das eh gleich wieder verbraucht werden und dann. Ah, hier war ich schon. Warte mal, wenn ich hier war. Nani. Habe ich doch schon so viel gemacht? Ah, ich bin nicht weitergegangen. Oder liegt hier auch einfach so eine Mütze? Ich bin gerade verwirrt. Nee, hier war ich. Ich? Glaube ich. Naja, wenn Gegner kommen, dann sowieso nicht. Nee. Schlüssel für die Kirche. Auf Wandmalerei markierte Stelle. Ach, ich musste ja hier raus, um... Ich bin gerade verwirrt. War das nicht die Stelle, wo ich raus zurück musste, um die Sachen erst zu besorgen?
glaube ja. Ich glaube, ich muss jetzt erstmal zur Wandmalerei. Ich muss weiter in die Höhle, genau. Ich gucke einfach nur mal, weil ich bin mir gerade nicht sicher. Ich glaube ja. Wir müssen ja diese zwei Statuen da finden. Köpfe. Einen haben wir. Den anderen müssen wir noch holen, genau. Ja. Ich hasse solche Höhlen. Ja, wir müssen hier dann dahin müssen wir. Okay, dann gehen wir zurück zum Boot. Leon ist aber auch so ein Lahmarsch, ne? Der läuft immer gemütlich durch die Gegend, auch wenn er verfolgt wird. Ich höre schon.